Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich ist es soweit, könnte man sagen. Vermessung, Feuerleitung, Einrichten und Festlegen sind erläutert. Nun sollen unsere Geschütze einmal schießen. Ich simuliere diesen Vorgang an einer M110 A1, einer Feldhaubitze auf Selbstfallerfette, einem 8-Incher, weil ich persönlich bis zur Abschaffung der Feldartillerie in der Bundeswehr 1995 in vielen Verwendungen mit diesem Waffensystem mich auseinandergesetzt habe. Also, auf geht's! Unser Geschütz steht eingerichtet und festgelegt in der Feuerstellung. Der Kraftfahrer sitzt derzeit am Feldfernsprecher. Alle Kanoniere sind auf ihren Positionen. Der Geschützführer steht hinter dem Kanonier 1 und überwacht die Arbeit. Der Kanonier 1 sitzt links neben der Rohrwiege am Rundblickfernrohr. Er ist zuständig für das Richten in der Seite. Der Kanonier 2 sitzt rechts neben der Rohrwiege am Libellenquadrant. Er ist zuständig für die Erhöhung. Der Kanonier 3 steht links hinter dem Verschluss. Er bedient die Lade- und Ansetzeinrichtung und lädt somit das Geschoss und die Treibladung. Der Kanonier 4 steht rechts hinter dem Verschluss. Er ist verantwortlich für das Schließen des Verschlusses, Einsetzen des Treibladungszünders in das Zündschloss und das Abfeuern mittels Abzugleine. Die Kanoniere 5 und 6 befinden sich auf der Munitionsplane hinter dem Geschütz. Dort stehen die Geschosse, Treibladungsbehälter und Zünderkisten. Ihre Aufgabe besteht in der Montage der befohlenen Munition und die Übergabe des vollen Schusses an Kanonier 3. Im Verteidigungsfall wären die Kanoniere 5 und 6 durch weitere 6 Munitionskanoniere unterstützt worden. Häufig wurde in der Vergangenheit die Munition bereits nach dem Beziehen der Feuerstellung vorbereitet, also Munition entladen, Mundlochschraube aus dem Geschoss entfernen, Zünder einschrauben, Treibladung vorpacken, Ladeschalen bereitlegen. Plötzlich ertönt der Ruf Feuerkommando. Die nun folgenden Details des Feuerkommandos wurden lautstark, mündlich, unmittelbar übertragen. Die ersten Informationen sind für die Munitionskanoniere, also Kanonier 5 und 6. Dritte Ladung Grünbeutel definiert die zu verwendende Treibladung. AZ legt den Zünder fest. AZ bedeutet Aufschlagzünder. HE definiert die Geschossart. HE bedeutet Sprenggeschoss. Mit der Aussage Grundgeschütz allein wird das Einsatzmittel befohlen. Ein Schuss definiert den Munitionseinsatz. Der Teilring ist für den Kanonier 1 wichtig. Hiermit wird die Seitenrichtung festgelegt. Die Erhöhung ist für den Kanonier 2 wichtig. Hiermit wird die Rohrerhöhung festgelegt. Wenn der Geschützführer die Feuerbereitschaft überprüft hat, soll die Feuerleitstelle informiert werden. Die Kanoniere 5 und 6 bereiten nunmehr entsprechend Feuerkommando die Munition vor, tragen das 92 Kilogramm schwere Geschoss in der Ladeschale zum Geschütz und hängen die Ladeschale in die ausgeschwenkte Lade- und Ansetzeinrichtung. Der Kanonier 3 fährt die Lade- und Ansetzeinrichtung hydraulisch in die Ladeposition und betätigt den hydraulischen Ansetzer. Das Geschoss wird in das Rohr geschoben und mit seinem Führungsband in den Übergangskegel gepresst. Der Ansetzer wird zurückgefahren. Kanonier 5 oder Kanonier 6 übergibt die Treibladung, die der Kanonier 3 in den Ladungsraum schiebt. Anschließend wird die Lade- und Ansetzereinrichtung zurückgeschwenkt. Der Kanonier 4 schließt den Verschluss, setzt den Primer, den Treibladungszünder ein und schließt das Zündschloss. Der Kanonier 1 hat zwischenzeitlich am Rundblickfernrohr den Teilring eingestellt. Wenn die Ladearbeiten abgeschlossen sind, dreht er mit hydraulischer Unterstützung die Lafette bis zur groben Einfluchtung mit dem Kollimator oder den Richtstangen, spielt die Libellen ein und nimmt die Feinabstimmung beim Einfluchten per Handrad vor. Der Kanonier 2 stellt anschließend die Rohrerhöhung ein und hebt das Rohr entsprechend hydraulisch an, spielt die Libellen ein und nimmt die Feinabstimmung per Handrad vor. Der Geschützführer überwacht die Arbeiten. Mit dem Ruf des Kanonier 2 fertig, hängt der Kanonier 4 die Abzugsleine in das Zündschloss ein. Der Geschützführer meldet somit an die Feuerleitstelle feuerbereit. Mit dem Befehl Feuern dreht sich der Kanonier 4 ähnlich einem Golfspieler beim Abschlag nach links und löst somit den Schlagbolzen aus.
Der Primer zündet die Treibladung, das Geschoss wird aus dem Rohr gedrückt. Unverzüglich nach dem Abfeuern fahren Kanonier 1 und 2 das Rohr wieder in Ladestellung. Soweit zum Schießen der Artillerie. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeitsschritte und die zu berücksichtigenden Daten gegeben hat. Wenn Sie wissen möchten, wie das händische Vermessen, das händische Einrichten und Festlegen funktioniert, empfehle ich Ihnen die weiteren Videos zur Artilleristik auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.